In einem Kölner Tierpark kam es zuletzt häufiger zu Sachbeschädigungen. Stefan Zindera und Moritz Breuer sind deshalb dort auf Fußstreife. Ich muss ja sagen, ich bin super gerne in der Natur. Ne? Ich liebe die Bäume. Zu fällen einen alten Baum bedarf es eine halbe Stunde kaum. Zu wachsen, bis man ihn bewundert, bedarf es gar ein Jahrhundert. Wow, wusste gar nicht, dass du so ein Poet bist. Ja, die GL hat nichts von Poesie gesagt, sondern hier Vandalismus im Auge behalten. Ne? Das war in letzter Zeit ein bisschen heftig hier. Ne? Aber auch ein Poet steckt in mir. Anna, 12.32 von Anna. Apropos. 12.32. Befindet ihr euch noch im Tierpark? Wir haben soeben einen Hilferuf von Sonja Urbach bekommen, weil der hat ein Ladi stattgefunden in der unmittelbaren Nähe. Und der Täter flüchtet wohl genau in den Tierpark und sie läuft ihm hinterher. Ja, verstanden. Wir übernehmen. Komm mal mit Täterbeschreibung. Ja, der junge Mann, er ist anscheinend um die 13 bis maximal 15 Jahre alt, circa 1,60 groß, blonde Haare, schwarz-blaue Jacke, Blue Jeans und graue Schuhe. Ja, verstanden. 13 Jahre habe ich richtig verstanden. Also um den Dreh. Okay, also ein kleiner Spitzbube. Ja. Siehst du, kann ein Einsatz noch ein bisschen spannend werden hier, ne? Ja. Wobei es gibt hier mehrere Eingänge. Guck mal, hey, was ist der? Hallo, Freund, Kollege, bleib mal hier. Hey, das bringt doch nichts, bleib doch stehen. Komm. Ist gut. Pass mal auf, ich will dir nicht wehtun, okay? Ja, ich bin größer und ein bisschen stärker als du. 12.32, ja? Personen sicher. Also, komm. Guter Sieg. Er hat gerade geklaut bei mir im Laden. Also, ich passe auf den Laden auf. Ja. Und er hat gerade Schmuck. Eigentlich, das habe ich noch gesehen. Ich bin ihm ganz wirklich hinterhergerannt. Ja, ich habe Sie informiert. Okay. Kommen Sie erstmal zu atmen. Und vielleicht holen Sie Ihre Personalien mal raus. Wir haben gerade auch da so einen Einsatzfunkspruch bekommen. So, Kollege. Rucksack mal runter. Kannst du sprechen? Ja. Deutsch? Hervorragend. So. Wer bist du denn? Nico. Nico, weiter? Nico. Ja, Nico, ist das dein Name? Nico, ja. Achso, okay. Oder möchtest du mir den nicht sagen? Nein. Wir würden dich dann gleich mit auf die Wache nehmen, ne? Dann kriegen wir es daraus. Willst du hier mal reinkommen? Ja. Ist irgendwas Spitzes drin? Was ist da drin? Nico? Auf jeden Fall Schmuck. Dann sagen Sie uns doch erstmal, was der Junge geklaut hat. Auf jeden Fall Schmuck, ich weiß nicht, es müssen Ketten, Ohrringe, Uhren waren an dem Stand, also. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass er eine Menge genommen hat und eingesteckt hat. Was er vorne, er war eine Zeit länger schon im Laden, was er da noch genommen hat. Sie arbeiten beim Juwelier oder was? Ja, bei Wallis, ist hier um die Ecke, so ein Laden mit Schmuck. Ist das hochwertiger Schmuck oder eher sehr so Modeschmuck? Ja. Modeschmuck. Nico Rautenberg 7C. Nico Rautenberg? Ja. Sagt denn das was? Ja, das, so heißt meine Chefin. Von dem Modeschmuckladen? Ja. Moment mal. Hast du einen Ausweis dabei? Ich hab doch hier ein WhatsApp-Bild. Das ist er. Einmal den Ausweis. Das ist von meiner Chefin, das WhatsApp-Profilbild. Nee, nicht dabei. Die Ordnungshüter ermitteln, dass die Angestellte dem Sohn ihrer Chefin zuvor noch nie begegnet ist. Sie bitten die Frau, seine Mutter zu informieren. Stefan Zindera fragt sich vor allem eines. Uhr? Hm. Ah, und da haben wir auch schon den Modeschmuck. Gut, das ist ja. Fahren wir vorsichtshalber jetzt hier mal ran. Okay. Sag mal, Weißt du, was runtergefallen? Ja. Nehmen wir natürlich jetzt alles mit, kriegst jetzt hier nicht hier verpackt. Das war's? Halt schon mal. Ja, das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Was ich jetzt nicht ganz verstehe, wenn deiner Mutter gehört der Laden. Ja. Wieso zockst du im Laden deiner eigenen Mutter? Ja, als wir bei dem jungen Nico Rautenberg dann gesehen haben, was er gestohlen hat, nämlich jede Menge Modeschmuck, aber der war allerdings alles für Frauen bestimmt, dann denke ich mir im Hintergrund, also entweder hat er jetzt eine kleine Freundin oder es ist unter seinen Freunden so eine Art Mutprobe. Macht er das? Schafft er das? Weil ich sag mal, er selber wird den nicht tragen. Hast du getrunken? Nein. Riecht hier so. Riecht nach Alkohol, auch? Ne? Kannst du mich? Ja, oder ich brauch den Kollegen mal an. Nee, das ist normal. Kleidung? Ja, es sieht halt ruhig so nach Alkohol. Mit wem verkehrst denn du? Niemandem. Wen, wolltest du jemanden treffen im Park? Nein. Okay, gut. Pass mal auf, zieh mal die Jacke an, ist ein bisschen frisch. Ist das so eine Mutprobe, so unter euch Jugendlichen in der Klasse? Also du willst nichts sagen. Ich meine, wir finden früher oder später eh raus, was es damit auf sich hatte. Ne? Ich meine, du klaust im Laden deiner Mutter, spätestens deiner Mutter musst du irgendwas erklären. Nico? Nico, was du kommst? Hallo. Nico, oh mein Gott, was ist passiert? Wieso bist du hier? Mit dir habe ich gar nicht gerechnet. Du sollst in der Schule sein. Nico, was ist los? Hast du dich verletzt? Frau Rautenberg, vielleicht haben Sie einen besseren Zugang. Hallo. Hallo. Zindera, mein Name, Kollege Breuer.
Vielleicht haben Sie ein bisschen besseren Zugang zu Ihrem Sohn. Den finden wir gerade nämlich nicht, also den Zugang. Wie? Der hat offenbar in Ihrem eigenen Geschäft, das ist Ihre Angestellte, gehe ich davon ja, aus. Ja, ja, das hat ist sie uns ja, auch richtig, so angegeben. Ja. Der hat da Modeschmuck mitgehen lassen. Nein. Ja. Ich bin den ganzen Weg nein, ich nein, Entschuldigung. Doch, wirklich. Ich weiß, du hast mich angerufen wegen eines ja. Diebstahls, aber ich meine, wir sprechen ja... Warum sollte ich dich belügen? So. Entschuldigung, wir haben Ihren Sohn gerade durchsucht und dabei haben wir das auch gefunden. Ist jetzt alles im Rucksack, können Sie sich gleich anschauen. Vielleicht können Sie ihn mal fragen, warum er das getan hat. Nico, ganz im Ernst, hast du wirklich Sachen gestohlen, wie die Polizisten berichten? Kannst du mir bitte sagen, warum? Wieso? Mir gehört das Geschäft. Der 13-Jährige schweigt. Die Mutter berichtet, dass ein Termin kurzfristig ausgefallen ist. Als sie daraufhin in ihrem Geschäft eintraf, rief ihre Mitarbeiterin an. Als ich aus dem Geschäft geeilt bin, habe ich das auf dem Fußboden gesehen und habe das schnell aufgehoben. Aber ich habe dem keine Bewertung beigemessen. Jetzt, weil ich irgendwie das Gefühl habe, Nico sucht hier die ganze Zeit. Ich verstehe das gar nicht. Der ist ein bisschen nervös geworden, also ein bisschen die Gesichtszüge entgleist, als er das Blatt gesehen hat. Ich glaube, der kennt das. Willst du dazu was sagen? Nee. Das ist ja offensichtlich eine Wegbeschreibung hier im Tierpark, ne? Das kannst du ja wahrnehmen. Hast du das aufgemalt? Nein. Hat man dir das aufgemalt? Ja. Ach. Nico. Gut, was erwartet uns da, wenn wir da hingehen? Solltest du jetzt zu diesem Ort gehen, wo das Kreuz ist? Dann habe ich jetzt eine gute Nachricht. Okay, gut, super. Dann erspar dir den Weg. Den machen wir jetzt für dich. Da gehen wir jetzt hin. Vermutlich hat der Sohn von dem Termin seiner Mutter gewusst und ihre Abwesenheit genutzt, um den Diebstahl zu begehen. Die Polizisten vermuten, dass er dazu angestiftet wurde und sein Auftraggeber auf ihn wartet. Hallo, schönen guten Tag. Hallo. Das ist jetzt mal eine Frage. Kennen Sie einen Nico? Nee, wer soll das sein? Kennen Sie nicht? Nee. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? 15. 15, dann nehme ich das mal an. Ich, haben Sie noch mehr davon? Nee. Was ist das? Aber Zigaretten nehme ich an, ja. Schönen Tag. Was machen Sie jetzt hier? Ich gucke mir hier an. Ich gehe hier öfters hin. Ja, und genehmigen Sie sich dann ein? Nee, das gehört mir ja nicht. Wie ach, das gehört Ihnen? Ja, das gehört ein Freund von mir. Ich warte hier auf den. Wie heißt der denn? Finn? Ja. Das Lustige ist halt, wir haben gerade hier bei dem jungen Herrn, den wir gerade beim Diebstahl erwischt haben, diese Zeichnung bekommen und der wollte angeblich hier zu diesem Punkt. Und genau an diesem Punkt sitzen Sie. Und von daher ist so mein Verdacht, dass Sie vielleicht eventuell seine Freundin sind. Nee, also ich, wie gesagt, ich kenne keinen Nico. Er kann ruhig mal herkommen. Ihr kennt euch nicht? Nein. Sehr verhaltene Antwort. Ja, wirklich. Als ich in deinem Alter war und es ging um ein bisschen größere Mädchen, war ich auch dann so, ne? Kennst du die? Bist du verliebt? Nee, aber ich kannte die natürlich, ne? Und ganz ehrlich, ich glaube auch, dass du sie kennst. Schau mal kurz, ich habe deinen Schulabschluss gesehen. Hm? Oh mein Gott. Welche Klasse? 7C. 7C? Kennen Sie die junge Dame? Das muss auch nein, die junge Dame kenne ich nicht. Aber Lina Hilken, 7C. Das scheint ihr wahrscheinlich in einer Klasse zu sein. Genau, 7C. Das ist dieselbe Klasse. Ah, der Name sagt Ihnen der Name, was. Ja, aber ich habe sie nicht persönlich gesehen. Okay. Magst du mir einmal deinen Ausweis rausgeben? Bitte. Nico, was hat das zu bedeuten? So, wie heißt du? Melina? Ja. Okay, Melina. Das kann jetzt ein ganz langer Tag werden für dich. Mhm. Oder ein bisschen kürzerer Tag. Ja. Das kannst du jetzt selber entscheiden. Ja. Das hängt jetzt einfach davon ab, was du uns jetzt sagst. Ne? Ja, ich habe ihn noch nie in meinem Leben gesehen und ich habe keine Ahnung, wer das ist. Und ich weiß nicht, warum er behauptet, dass ich bei ihm in der Klasse wäre oder so. Da möchtest du mal. Hauchst du mich mal bitte an? Aber im Gegensatz zu ihm hat sie ganz schön was getrunken, ne? Die Mutter erinnert sich, dass ihr Sohn von einer neuen Klassenkameradin geschwärmt hatte. Stefan Sindera spricht Klartext. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, ja? Die eine Möglichkeit ist, du bist in sie verliebt, das ist deine Freundin, ne? Und du wolltest dir hier den Schmuck besorgen. Und es gibt noch eine zweite Möglichkeit. Die hat dich angeschriftet. Die hat halt einen Doofen gesucht, ne? Und hat gesagt, ach hier, der Nico, der kann das machen. So, das sind für mich die beiden Möglichkeiten. Und ich glaube, auf eine von den beiden wird es auch rauskommen. Ganz ruhig. Will nicht weg, ne? Sie hat mich nicht angestiftet. Bitte? Sie hat mich nicht angestiftet. Das hat dich nicht angestiftet? Mhm. Bist du sicher? Mhm. Ein Ehrenmann. Du musst die, pass auf, du musst sie jetzt nicht verteidigen. Weil wenn sie das gemacht hat, dann hat sie dich wirklich schamlos ausgenutzt. Ne? Hat sie nicht.
Ich habe den Schmuck für sie geklaut. Weil du hast den Schmuck für sie geklaut? Ehrlich? Du kennst mich doch überhaupt nicht. Melina, jetzt noch mal zu dir. Ihr seid doch in derselben Klasse, beide in der 7C. Und du willst mir jetzt ernsthaft erzählen, dass du Nico noch nie gesehen hast? Boah, er hat die ganze Aktion völlig verkackt. Oder was für eine Aktion? Steckst du da vielleicht in der Hand? Wie kann man so blöd sein? Das ist doch nicht so schwer. Kann ich dir nicht. Ich glaub's nicht. Ja, dann erzähl doch mal, was hast du vorgehabt? Ja, brauche ich nicht zu erzählen. Ist doch offensichtlich. Er hat die. Ja, ich sag nichts mehr. Ich denke, die Melina hat einfach ausgenutzt, dass der Nico sich in sie verliebt hat und hat ihn dann dazu angestiftet. Und das werden wir auch mit dem Straftatbestand der Anstiftung dann in unsere Anzeige schreiben. Und ja, das ist halt schon sehr perfide, wenn man mit den Gefühlen von anderen Menschen spielt. Gerade in diesem Alter, weiß ich nicht, da finde ich das nicht gut, weil das ihn auch für die Zukunft prägen wird. Und ich hoffe nicht, dass er jetzt die Lust an den Frauen verloren hat für alle Zeit. Dann steh mal auf, Melina. Wir begleiten dich einmal Richtung Streifenbahn, okay. Und dann geht's ja Richtung Sieben müssen ja dahin, ne? Ja. Ich danke mich ganz herzlich. Alles Gute. Ich kann jetzt gerade nicht, ja, aber danke. Ich wünsche dir trotzdem alles Gute. Und du, mein Freund, in Zukunft, ne, bei den Frauen ganz genau hingucken, ne? Und wenn eine sowas von dir verlangt, dass du klauen sollst, dann weißt du sofort, das ist die Falsche, okay? Gut. So, tschüss. Ja, Erfahrung muss man machen, ne? Ja.